Hallo Leute, wir sind auf einem neuen Planeten angekommen und gleich schon ist eine Forschung fertig. Ich habe hier mal in etwas Rot und Grün investiert, weil Fluggeschwindigkeit für die Roboter, die müssen wir hochbekommen, bevor sie nützlich werden. Und dann werden wir wahrscheinlich auch etwas in die Richtung forschen, so dass wir zumindest in der Lage sind, Roboter zu haben. Wie nützlich das sie sind, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Machen wir hiermit weiter. Aber zuerst brauchen wir wieder unsere Harvester Floor und Kupfer, Eisen und Kohle. Kohle hat letztes Mal nicht so viel hergegeben. Darum sind unsere Bestände ziemlich leer. Da oben haben wir Kupfer, da haben wir Kohle, Eisen. Eisen ist das, nicht Kupfer. Ein paar Steine im Weg. Glücklicherweise keine Klippen. So. Dann hier oben, da haben wir Kohle. Da machen wir heute mal ein bisschen mehr Förderer ran, damit wir da wieder aufstocken können. Wir hier nach Turmverteidigung und da oben zeigt sich auch schon das erste Nest. Aber ich denke, ich werde dann mal eine Runde mit dem Auto machen, um zu sehen, wo denn hier in dieser Welt die Nester versteckt liegen. Und vielleicht ein Uranfeld finden. Oh, ein Nuklearreaktor. Wie hübsch. Einfach so im Grünen. Nun, wir haben einen Kernreaktor gefunden. Aber ich glaube, kein Uranerz. Naja. Wir werden es auf dem nächsten Planeten nachholen, hoffentlich. Nun können wir aber hier oben Elektromotoren herstellen. Da brauchen wir etwas Motoren von unten. Vielleicht sammeln wir die hier mal auf der Seite. Und mit den
Elektromotoren können wir dann die Fluggestelle bauen. Fluggestelle. Und da brauchen wir wahrscheinlich ein paar Sachen mehr. Batterien haben wir hier an der Seite. Ich denke, die Roboter selber, die können wir dann von Hand herstellen. Das sind ja nicht so viel. Sind hier unten so aus. Okay, da ist ja doch einiges ausgegangen. Auch die roten. Bin immer noch an der Arbeitsgeschwindigkeit am Forschen. Wo sind wir denn? Okay, hier staut sich die Kohle. Und hier unten. Jetzt, da wir keine Uranverarbeitung mehr haben, haben wir auch wir nicht mehr so viel Strom. Haben nicht einen allzu großen Überschuss hier an den Motoren. Wir sollten die vielleicht dann auch irgendwo ausladen. Genau. So, da stehen wir und wir könnten jetzt eigentlich da in die werden wir brauchen. Aber auch das werden wir brauchen. Machen wir vielleicht zuerst mal die violette die violetten Fläschchen, weil dann kann ich so auf der Seite immer ein bisschen von denen bauen. Und irgendwann können wir dann auch die erste ordentliche Forschung mit den violetten Fläschchen machen. Inzwischen habe ich hier auch eine verteilte Produktion für die violetten Fläschchen gemacht. Mit den Produktivitätsmodulen hier, wo ich die roten Chips habe und auch die grünen nicht weit sind. Und die anderen Gleise sind hier oben. Hier muss ich einfach gelegentlich mal Eisen reinlegen, dass das Ganze geht. Und dann die Lichtbogenöfen. Da muss ich die roten Schaltkreise nachlegen, aber von denen brauchen wir nicht allzu viel. Ich glaube, Gleise, das ist das, was wir hier am meisten verbrauchen, denn wenn ich mir das Rezept anschaue, 30 Gleise und ein Lichtbogenofen, ein Produktivitätsmodul. Und natürlich sind wir ganz knapp dran hier mit den blauen
Die gehen uns vorne zu immer wieder aus. Aber dann sollten wir die Logistikroboter haben. Wir haben ja bereits die Bauroboter mit den beiden Kisten und dem Roboterhangar. Aber zumindest derzeit nützt uns das noch nicht allzu viel. Ich kann hier mal was rausnehmen und mir 21 Bauroboter nehmen. Die werden wir dann wahrscheinlich hier für einen Hangar brauchen. Aber ich habe das Gefühl, da brauche ich noch eine bessere Rüstung dafür. Werden wir schauen. Und wenn wir schon dabei sind, wir müssen wahrscheinlich dann auch dafür sorgen, dass wir das Ganze mit Energie versorgen können. Ich habe auch ein paar Lasertürme gebaut. Lasertürme, die machen eigentlich erst Sinn, wenn wir sicherstellen können, dass wir genügend Energie haben. Nicht, dass die Aliens kommen und uns geht die Energie raus und sie überrennen uns. Das wäre definitiv unvorteilhaft. Und da unten brauche ich mehr Gleise. Das heißt, vielleicht hier eine schnellere Ausladung. Das könnte helfen. Genau, die Forschung ist fertig. Und jetzt, wo bekommen wir eine bessere Rüstung her? Das ist die Voraussetzung dafür. Da unten haben wir Rüstung. Ist das schon die nächste? Hier. Dafür brauchen wir die. Okay, dann machen wir das. 300 Fläschchen. Das ist nicht mehr ganz billig. Die werden uns ein paar Mal ausgehen. Sind schon ausgegangen. Legen wir doch nach, was wir haben, was nicht viel ist. Aber jedes bisschen hilft. Und dann können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge uns überlegen, gibt es eine Forschung, die wir mit Violett machen können, wollen, sollen. Ich weiß, da ist definitiv die Covarex-Anreicherung. Für das brauchen wir aber sowieso zuerst noch mehr Uranerz. Dass wir das Uranerz anreichern. Aber dann denke ich auch, die Anforderungskisten, die sind auch mit der violetten Forschung. Wo sind die? Ah, die sind mit der gelben Forschung.
Okay. Und für die gelbe Forschung brauchen wir die violetten. Das dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ich habe festgestellt, dass unsere modulare Rüstung ja doch gar nicht so klein ist. Darum können wir hier vielleicht mal was reinlegen. So. Und dann laden wir das mal auf und dann sollten wir bereits in der Lage sein, die Bauroboter in unserer Rüstung zu benutzen, wenn die eine vernünftige Geschwindigkeit haben. Dann kann das bereits interessant sein, um rasch ein Erzfeld oder die Förder von einem Erzfeld abzubauen. Könnte schneller sein, als wenn ich das von Hand mache. Aber ich habe so das Gefühl, die sind noch nicht wirklich schnell genug, dass das... Haben wir doch tatsächlich einen Greifer vergessen und sie fliegen. Aber sie fliegen nicht schnell. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich noch etwas forschen, bis wir da eine vernünftige Geschwindigkeit erreicht haben. Die heutige Folge ist etwas kürzer, aber ich denke, wir haben nichtsdestotrotz gute Fortschritte gemacht mit unseren Roboter, die wir hier dann auch nutzen können, um etwas aufzuräumen ganz am Schluss. Wir sind noch nicht voll aufgeladen. Das dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen, weil wir haben nicht so viele Solarpanel drin, und aber dafür einiges an Batterie. Das heißt, sobald wir hier aufgeladen sind, sollte es doch ein Weilchen reichen. Wenn wir nicht übermäßig die Energie strapazieren. Gut, dann sammle ich hier noch die beiden Harvester ein, damit ich die nächstes Mal auf dem nächsten Planeten nicht im Keller holen muss. Und dann sind wir parat für den nächsten Planeten, wo wir hoffentlich weiterhin gute Fortschritte machen, vielleicht mit etwas Öl, mit etwas Uranerz. Also bis dann und tschüss!